Dominik hier, moin. Ich habe die 9 Disc Station aus der Plus-Serie bereits kurz vorgestellt. Die DS2 18 Plus, die DS7 18 Plus und die DS9 18 Plus. Und in diesem Video das Review der DS9 18 Plus. Wir halten uns gar nicht lange mit den technischen Daten auf. Da drin ist ein Vierkern, also Quad-Core-Prozessor, ein Intel Celeron mit einer Taktfrequenz von 1,5 bis 2,3 GHz im Turbo. Standardmäßig kommt die DS9 18 Plus mit 4 GB Arbeitsspeicher und es kann offiziell bis zu 8 GB Speicher aufgerüstet werden. Wichtig dabei ist an der Stelle zu wissen, damit die Gewährleistungs-Garantie nicht verloren geht, müsst ihr original Synology Arbeitsspeicher installieren. Das nur zur Information, wer ganz sicher gehen will. Wenn ihr anderen Arbeitsspeicher verwendet, könnt ihr sämtliche Kombinationen machen. Beispielsweise, ich stecke ein weiteres 4 GB Modul rein, dann habe ich 8 GB. Ich kann aber auch ein 8 GB Modul einstecken. Welcher Arbeitsspeicher da möglich ist, den verlinke ich in der Videobeschreibung und auf meiner Webseite. Ich habe es getestet. Dann sind nämlich 12 GB möglich oder das Maximum, so wie ich es auch getestet habe in diesen neuen Disk Stations, 16 GB Arbeitsspeicher. Das ist mit der DS9 18 Plus möglich. Alles völlig problemlos und sie kommt mit 4 Festplatteneinschüben daher. Ich kann somit maximal, wenn ich sie so betreibe, 4x10 TB zum aktuellen Zeitpunkt einschieben. Das wären 30 TB Rohkapazität, wenn ich ein RAID 5 betreibe, beziehungsweise 20 TB, wenn ich den Datenschutz von 2 Festplatten haben möchte. Das heißt, es können 2 gleichzeitig ausfallen. Erweitern kann ich das Ganze noch mit der Expansionseinheit DX5 17 Plus und erhalte zu den 4 Einschüben weitere 5, sprich ich kann nochmal 5x10 TB maximal einbauen. Die Diskstation hat hinten 2 Lüfter, die kann man austauschen, völlig problemlos gegen leisere Varianten. Das Video dazu findet ihr auf meiner Webseite, ich habe das schon gemacht und es bringt richtig was. Hinten habe ich 2x 1 GB LAN. Richtig gut ist das, wenn mehrere drauf zugreifen, gleichzeitig wohlgemerkt, und ich diese 2 LAN-Anschlüsse zu einem 802.3ad, also LACP Link Aggregation oder auch BUND genannt, verbinde. Dazu muss der Switch das können und viele meiner Kunden wollten nicht viel Geld ausgeben und gesagt, hey, welcher kann das denn und ist gut und ist einfach einzurichten. Das ist beispielsweise ein Zeixel-Gerät, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, kostet so um die 67 Euro, verlinke ich euch auch, wer da Interesse dran hat. Recht günstig von der Anschaffung, funktioniert einwandfrei und viele meiner Kunden hatten das dafür gekauft. Dann habe ich nämlich nicht den Flaschenhals von nur 1 Gigabit, sondern habe 2000 Mbit zur Verfügung. Und wenn ich jetzt mit 2 Clients da gleichzeitig drauf zugreife, habe ich richtig Power. Und da stellt sich auch gleich die Frage, welche Festplatte. Wenn ich diese Power benötige und diese Geschwindigkeit, dann würde ich zu den 7200er Festplatten greifen. Welche Marke, das könnt ihr euch überlegen. Ich persönlich habe aus Preisgründen die 10 TB Seagate Iron Wolf gekauft. Die ist mit Heliumfüllung, habe ich einen eigenen Beitrag dazu gemacht und ich bin bisher sehr zufrieden. Alternativ auch die 5400er, zum Beispiel die WD-RED, die funktionieren ebenfalls ganz hervorragend. Maximale Geschwindigkeit erhalte ich natürlich dann, wenn ich hier die neuen M2 NVMe Express SSDs einbaue. Und wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, diese M2 NVMe Express SSDs können lediglich als SSD-Cache eingesetzt werden, bedeutet nicht als Volume und ich kann auch nicht darauf zugreifen, um beispielsweise eine virtuelle Maschine zu installieren und diese von der SSD zu starten. Apropos virtuelle Maschine, wie sieht es denn damit aus? Ja, der Virtual Machine Manager wird unterstützt und ich habe es ausprobiert, wie gut funktioniert die Windows 10 Maschine, die ich in meinem eigenen Video dazu bereits auf der 15 17 Plus und 4 15 Plus getestet habe, denn jetzt auf der DS9 18 Plus mit 16 GB Arbeitsspeicher. Zunächst mal habe ich dieser Maschine, wie man sieht, 8 GB Arbeitsspeicher verpasst und es funktioniert tatsächlich, die 16 GB werden adressiert, wie ich es gesagt habe, denn
Wie man hier sieht, Windows 10 benötigt vom Host 8 GB Arbeitsspeicher und dem Host selber, also der Diskstation, stehen weitere 8 noch für die restlichen Aufgaben zur Verfügung. Die Usability von dieser Windows 10 Maschine war jetzt für mich gefühlt, und das ist ein echt subjektiver Eindruck, nicht wesentlich fixer, nicht wesentlich schneller oder von der Reaktion schneller als unter meiner DS15 17 Plus oder der 415 Plus. Ich kann mit dem Browser darauf zugreifen. Man sieht schon, ich öffne jetzt ein bisschen was zäh reagierte, springe ich zur CPU-Verwaltung zurück, beziehungsweise zur Übersicht der Ressourcenverwaltung in der Diskstation, dass, wenn etwas gemacht wird, auch die 4-Kern-CPU hier ganz schnell auf 100% geht, dann aber wieder abfällt, wenn die Maschine so läuft. Wenn ich mich mit Remote Desktop verbinde, sieht das Bild nicht anders aus. Ich befinde mich natürlich hier an einem großen Bildschirm, 2560x1440 Auflösung. Das kommt auch von der Maschine so rüber. Sound wird bei mir auf dem lokalen Computer ausgegeben, sofern ich die Tools installiere, die Synology hier für die virtuellen Maschinen mitliefert, die Treiber. Allerdings ist ein flüssiges Arbeiten auch mit dem Remote Desktop auf dieser neuen Maschine meiner Ansicht nach so nicht möglich. Ich benötige immer ein bisschen Geduld, und die Frage ist, will ich sie aufwenden, diese Geduld, wenn ich zum Beispiel mein Arztprogramm da installiere oder mein Rechtsanwaltsprogramm, um von zu Hause mal eben in der Praxis oder in der Kanzlei auf mein System zu schauen und Tätigkeiten wie Buchhaltung oder sonstiges von zu Hause erledigen möchte. Da muss jeder selber wissen, ob er da mit der Geschwindigkeit klarkommt und ob das tatsächlich ausreicht. Eine Alternative, und das ist das Wichtige, wofür VMM vielleicht auf der DS9 18 Plus zu gebrauchen ist, als Hintergrunddienst läuft es richtig gut und die Windows-Maschine tut unbemerkt seinen Dienst. Unbemerkt meine ich damit, dass SMB-Übertragungen und alle anderen Dienste auf der Diskstation, ob es nun CloudStation, VPN-Server, der Mail-Plus-Server oder sonstiges ist, absolut einwandfrei laufen, dank 16 GB Arbeitsspeicher, respektive die 8, die jetzt noch zur Verfügung stehen. Gut gelungen finde ich übrigens die neuen Festplatten-Einschübe hier vorne. Ich kann sie abschließen, im Gegensatz zum Vorgängermodell der neuen 16 Plus. Und allgemein hat die Diskstation jetzt ein leicht neues Design mit abgerundeten Ecken und Kanten. Da ist einfach ein bisschen moderner geworden, diese Diskstation. Zwei USB 3 Anschlüsse stehen zur Verfügung, einer hinten und einer vorne, sowie die eSATA-Schnittstelle, die wie gesagt zum Anschluss von der DX517 geeignet ist. Mitgeliefert wird übrigens alles, was man braucht, ein Netzteil und LAN-Kabel. Allerdings hat Synology hier ein wenig gespart. Früher kamen die LAN-Kabel noch mit dem Metallstecker, damit die Schirmung auch tatsächlich aktiv ist, wenn ich es auf der anderen Seite auch habe, also am Switch sozusagen. Wenn ich das in eine Fritzbox einstecke, dann braucht man das nicht. Jetzt kommt übrigens der Stecker nur noch aus Kunststoff. Das heißt, wenn ich tatsächlich auf die Schirmung Wert legen sollte, dann muss ich das Netzwerkkabel tauschen. Die übrigen Dienste funktionieren selbstredend mit einem Quad-Core-Prozessor, den Synology verbaut hat, und den 4 GB Arbeitsspeicher absolut problemlos. Ich habe keinerlei Schwierigkeiten feststellen können. Ebenfalls bei der Dateiübertragung eines nicht optimierten Windows-Netzwerkes erreiche ich sehr gute Werte meiner Ansicht nach. Ich habe hier mal den Nest-Tester laufen lassen. Wenn ich das Ganze minimal ein bisschen optimieren würde, dann erreiche ich hier die Werte um die 102 bis 110 MB die Sekunde im Lesen und Schreiben, was etwa das Maximum für eine LAN-Schnittstelle von 125 MB die Sekunde darstellt. Noch die Frage bezüglich des Arbeitsspeichers: Wann brauche ich tatsächlich mehr? Wenn ich sehr viele Dienste auf der Diskstation ausführe und sehr viele der Pakete nutze, würde ich persönlich die 4 GB weiteren Arbeitsspeicher reinpacken. Mit den 8 GB, das reicht eigentlich völlig. Alternativ natürlich 8 GB reinpacken und dann mit 12 GB noch Ressourcen nach oben haben. Was ist das Fazit zu der DS9 18 Plus? Es ist ein, ich sag mal, nicht ganz so Power-Update, wie ich mir das vorgestellt habe oder vorgestellt hätte. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass da eine stärkere CPU reinkommt, damit dieses Gerät mit dem neuen Virtual Machine Manager tatsächlich auch für solche Dienste gebraucht werden kann. Es ist hochinteressant für viele Unternehmen, da einen Windows-Client oder einen Server-Dienst zumindest, der unter Windows läuft, laufen zu lassen, um kostengünstig diese Dienste auf dem NAS bereitzustellen, beziehungsweise über das NAS bereitzustellen.
Hintergrunddienste ja, aber Vordergrund, wenn da ein bisschen mehr Power verlangt wird, kommt diese CPU leider schnell an die Grenze, wenn VMM der Fall ist. Für alles andere ist es natürlich grandios von der Geschwindigkeit, aber das war die 916 Plus auch. Ein Upgrade von der 916 Plus auf die 918 Plus, Fragezeichen. Nun, der SSD-Cache ist großartig. Er wird oft unterschätzt, ich habe es ja in meinem anderen Video gesagt. Meine DiskStation beispielsweise hat 256 GB SSD-Cache lesen und schreiben. Der Cache-Manager bzw. der Berater hatte gesagt, wenn ich ihn laufen ließ, du brauchst bloß 25 so etwa und jetzt ist er zu 100% voll. Insofern, kleine Dateien, wenn häufig in Gebrauch sind, wenn viel und schnell darauf zugegriffen werden soll, im Lesen und Schreiben auf diese Dateien, wenn viele das auch gleichzeitig machen, gerade mit den zwei LAN-Anschlüssen hinten, dann ist der SSD-Cache einfach nur eine Wucht. Es flutscht nur so dahin, wenn ich die Datei öffne oder lese. Und ich muss sagen, ich möchte nicht mehr ohne. Wenn ich die DS918 Plus ins Visier nehmen würde, wie würde ich sie konfigurieren? Ich persönlich würde 8 GB Arbeitsspeicher reinpacken. So groß ist der Preisunterschied nicht zwischen dem 8er und 4er Modell. Wenn der doch zu groß ist, dann ein 4er Modell. Mit 8 GB fahre ich da super. Ich persönlich würde für meine Anwendungszwecke 512 GB an SSD-Cache reinpacken und 4x10 TB Seagate Iron Wolf, weil sie die momentan günstigsten, preisgünstigsten 10 TB Festplatten mit Heliumfüllung sind. Zudem, wenn ich keinen High-End-Switch zu Hause habe, würde ich mir den Zeixel-Switch kaufen für 67 Euro und der Fähigkeit 802.3AD LAC-P mit der DiskStation zusammen machen zu können, ist das einfach nur großartig und ein relativ, ja ich sag mal, günstiges Setup und mit höchster Leistung, die ich dafür bekommen kann. Für das nächste Upgrade von Synology würde ich mir unbedingt wünschen, dass ein stärkerer Prozessor da reinkommt. Dann würde ich sagen, hey, das ist die DiskStation, die ich sofort kaufen würde und wo ich ohne Probleme empfehlen kann. Ich hoffe, dieses Video fandet ihr einigermaßen hilfreich. Das ist die DS918 Plus. Viel mehr kann ich da einfach nicht testen, denn DSM läuft mit all den Anwendungen super schnell und da mal zu zeigen, wie schnell dann der VPN-Server aufgeht oder wie schnell hier eine Datei kopiert wird, och, ja, es sollte eigentlich funktionieren. Das setze ich als Mindeststandard für eine DiskStation von diesem Preis voraus. Für mich der Daumen hoch, das wäre klasse. Was ist eure Meinung? Schreibt sie mir in den Kommentaren, anschaffen oder nicht anschaffen. Mit welchem Setup würdet ihr die DiskStation ausstatten oder stattet ihr sie aus? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.